Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren da draußen an den heimischen Empfangsgeräten. Zu Ihnen spricht der Bimi und wir sind zurück bei Ultimate Admiral Age of Sail. Ich entschuldige jetzt schon mal meine Stimme. Ich erhole mich momentan noch von einer Mandelentzündung. Das ist unsere Flotte nach dem letzten Gefecht. Unsere Mannzahl auf den Schiffen ist ein bisschen reduziert worden. Und unseren Infanteriekahn hier haben wir noch gar nicht gebraucht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir schauen erstmal auf die Karte. Habe ich ja eigentlich schon das letzte Mal... Ne, habe ich noch nicht. Karrierepunkt vergeben. Und zwar, was bauen wir hier als nächstes aus? Wir haben ja bereits einen Punkt bei der Crew. Plus 5% der Verluste werden nach dem Gefecht ersetzt. Das könnten wir auf plus 10% verstärken. Klingt nicht schlecht. Gibt es noch was wir von der Admiralität haben wollen? Die Auswahl der Admiralität wurde erhöht. Ja, wäre nicht schlecht. Verkäufe und Einkäufe werden teurer, werden günstiger. Und die Missionsbelohnungen steigen. Missionsbelohnungen sind unsere größte Einnahmequelle. Deswegen wäre ich fast dafür, dass wir da möglichst besten Vorteil herausziehen, um eine besser erhaltene Crew kümmern wir uns später. Forschung lassen wir erstmal links liegen. Wir schauen uns erstmal den Zeitungsbericht an. Diesen Morgen informierte mich der Schiffarzt, dass eine Frau an Bord, wo um Himmels Willen haben sie eine versteckt, seit 12 Stunden in den Wehen lag. Durch die Erschütterung einer abgefeuerten lehwertigen Breitseite könne ich die Natur unterstützen. Ich bin seiner Bitte nachgekommen und sie gebar einen prachtvollen, gesunden Jungen. Ich bat außerdem meinen Bootsmann Jeremy Knox in Zukunft sicherzustellen, dass die Verbote bezüglich Frauen auf hoher See in Zukunft beachtet werden. Persönliche Notiz 9. April 1780. Europe Herald. Nächste Mission. Priorität wäre am Mittwoch, den 12. April. Und die am Samstag, den 15. April. Dann nehmen wir die am 12. und schauen uns mal an, was uns da auf uns zukommt. Die HMS Walpole transportiert wichtige Vorräte für unsere angeschlagene Flotte, die in Belize angedockt hat. Ohne diese Vorräte müssen wir mit Viertelrationen auskommen. Die Spanier wissen von unserer verzweifelten Versorgungssituation und sie haben mehrere Patrouillen ausgesandt, um nach unserem Schiff zu suchen. Da unsere Hauptflotte gerade repariert wird, haben die Spanier einen überwältigenden Vorteil in der Region. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, ihnen zu entgehen, und dankenswerterweise haben uns die häufigen Böen bisher verborgen. Falls sie das Pech haben, den Feind zu begegnen, ist ihre einzige Hoffnung, die lange genug aufzuhalten, bis die Walpole entkommen kann und sich dann mit ihren verbleibenden Schiffen zurückzuziehen. Schauen wir uns dazu mal die Karte an. Wir können 3 Schiffe mitbringen und wahrscheinlich warten 3 Schiffe auf uns. Und wir müssen nebenbei die Walpole eskortieren. Und hier in der Admiralität wartet eine Fregatte 5. Grades auf uns. Das ist gut, denn unser bestes Schiff ist 7. Grades. Könnten wir 2 aufholen. Wenn wir es uns leisten können. 26.000 Hammernisch. Hammernisch ist schlecht. Wir können die Sloop hier verkaufen. Die S-Trade verkaufen. Und unser Flaggschiff verkaufen. Und vielleicht reicht's dann. Wie viel ist denn das Ding hier wert? 2.100. Wir schauen erstmal, was wir vielleicht an sonstigen Kriegsgerät wegbringen können. Landwaffen zum Beispiel weg. Seeeinsatzmusketen weg. Ich glaube, mit denen sind hier unsere Leute ausgerüstet. Oder mit der hier? Egal, 15 hiervon weg. 4 Pfünder, wir können eh keine Artillerie ausheben. Weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, sind wir bei 19.000. Haben wir es doch fast.
Was bringt uns die hier? 2850. Wir brauchen 26.000. Weg. 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 Und jetzt haben wir 27.000. Kaufen wir sie von. Haben noch 1.300 übrig. Und brauchen jede Menge Kanonen für das Schiff. Offiziere und so weiter, Hammer erstmal. Als Kapitän. Auch wenn wir nicht die beste Wahl sind. Wir sind der Kapitän. Was anderes wäre Frevel. Admiral Grant wird unser Hauptbeauftragter für die Geschicklichkeit. Nächster Offizier für die gute Sicht. Anthony Stewart müssen wir erst kaufen. Wir nehmen erstmal das, was wir haben, weil wir eh nicht so viel Geld momentan haben. Haben wir gerade alles fürs Schiff verpulvert. So. Dann haben wir jetzt gut Rekruten, gut Reserven. Also werden wir auch mit Reserven unser Schiff auffüllen. Optimalbesetzung wäre 200. Kommen wir günstiger, wenn. Nein, so kommen wir deutlich günstiger. Und am besten mit Musketen, die wir bereits in der Rüstkammer haben. Nämlich diese Einsatzmusketen. Schon sind es noch 1400 und das reicht nicht. Scheiße. Mist. Ah. Satz mit X, das war wohl nichts. 20 Kanonen hiervon. Dann können wir mit 6 Fündern auf die lange Entfernung noch aufrüsten. Das ist natürlich nichts, aber besser als gar nichts. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns irgendwie hier unsere Besatzung noch finanzieren können. Wenn wir das schaffen, sind wir richtig gut aufgestellt. Wir verkaufen die letzten 4 Fünder Armstrongs, sind 500. Wir bringen diese Trade-Musketen weg. Die Jungs hier schmeißen wir auch noch raus. Und jetzt müsste es doch reichen. Ah! Alles wieder gelöscht. Alles wieder einsetzen. Dahin. Du dahin. Und du dahin. Ach! Gar nicht aufgefallen, dass ich vorhin schon einen neuen kaufen wollte. So, wieder auf Optimal setzen. Jetzt haben wir das Geld dafür. Wir haben da auch noch die Sienz des Muskets mit Bajonett. Kommt uns noch günstiger. Die ist auch für unsere Zwecke. Ne? Ist die besser für den Fall, dass wir doch geentert werden? Nehmen wir die mal lieber. Außerdem kann unsere Crew noch verbessert werden. Zack. Jetzt haben wir ein Schiff des fünften Grades. Das ist, bringt uns deutlich mehr als eins oder ist zwei der siebten Klasse. Und auch das mit dem Transportschiff, die sind jetzt nicht so happig teuer. Für den Fall, dass wir wieder Infanterie brauchen für eine Landungsmission, können wir die immer noch kaufen. Abgesehen davon bringt uns die Mission auch hoffentlich ein bisschen was. Ja, 14.000. Da sind wir doch gut dabei. Schön. Dann, achso, wir haben noch 3.000 übrig. Wollen wir vielleicht doch nochmal in die Forschung reinschauen? Gibt es etwas, was uns hier momentan interessiert? Doppelladung. Oder nee, wir schauen erstmal, dass wir unser Schiff noch upgraden können. Etwas verbessern können. Mit leichteren Lafetten werden wir noch ein bisschen schneller. Ich hätte gern wieder die Reparatur. Und dieses Doppelschussding. Wo haben wir es denn? Da, kostet 3.350. Hätten wir bereits alles wieder rausgeschmissen. Enterausrüstung können wir uns eh nicht leisten. Strukturreparatur ist auch viel zu teuer. Ist schön. Dann nehmen wir den Doppelschuss trotzdem. Ach ja, Da war ja was. Kann ich doch noch was verkaufen? Irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch Seeeinsatzmusketen übrig. Es ist doch nicht viel, was uns fehlt. 1.400. So, zack, raus damit. Und dann können wir uns während des Kampfes nochmal ein bisschen reparieren. Ist das nichts? Quatsch, das war zu teuer. Können wir wenigstens Doppelschüsse ausführen. Zack. Noch irgendwas ganz, ganz Günstiges. Maximalgeschwindigkeit, Beschleunigung. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Alles viel zu teuer. Na gut. Dann auf. Priorität. Spielen. Ach so.
Ja, das machen wir eh nicht hier. Wir befolgen die Befehle ganz normal. So, Schiff einfügen und los geht's. Das zurückeroberte Handelsschiff transportiert wichtige Vorräte. Daher begleiten wir es, um sicherzustellen, dass es sich den Rest unserer Flotte anschließen kann. Der heftige Regen verhinderte, dass wir die Feinde entdeckten, bevor sie direkt über uns lagen. Die einzige gute Nachricht ist, dass sie genauso überrascht zu sein scheinen wie wir. Wir sind nach Zahl und Bewaffnung stark unterlegen. Unsere einzige Chance ist zu fliehen und zu hoffen, dass wir sie im Sturm abhängen können. Captain, obwohl wir nicht wagen können, die Feinde direkt anzugreifen, müssen Sie versuchen, sie von den Handelsschiff fernzuhalten, bis es entkommen kann. Diese Vorräte müssen die Flotte um jeden Preis erreichen. Na, daran arbeiten wir doch. So. Ach ja, genau. Blau ist ja Spanien. Wir sind rot. Da drüben. Und so ganz unterlegen sind wir ja nicht, weil wir das stärkere Schiff haben. Der Warpole müssen wir natürlich allen möglichen Widrigkeiten ausweichen. Setzen wir einfach schon mal den Kurs hier in die letzte Ecke des roten Bereiches. Da muss sie hin. Dahin. Währenddessen halten wir uns links. Nehmen etwas Geschwindigkeit raus. Wir dürfen uns nicht zu weit von der Warpole entfernen. Auf die Entfernung können wir nicht reißen. Wir haben bloß 6 Fünder. Nur auf die Nähe, auf 700 Yards, können wir wirklich was packen mit den Karonaden. Aber das heißt, wir haben die stärkere Rüstung als ihre Schiffe. Mal gucken, mit was diese ausgerüstet sind. 30 Kanonen, welche Bauart wissen wir nicht. Wir hätten gerne mal das Feuer so auf das Zentrum. In der Hoffnung, dass wir den Hauptmast noch mit rausschmeißen. Und für den Fall, dass wir mal in eine gute Nähe kommen, werden wir auch diese Doppelschüsse wieder aktivieren. Hoher Wellengang, einiges an Kugeln geht natürlich ins Wasser. Aber da werden wir uns doch hier bestimmt umschiffen, um hier an das Handelsschiff ranzukommen. Das gefällt mir gar nicht. Aber solange es nicht dazu kommt. Na, bleib stehen. Oder mach wenig Fahrt, nicht dorthin. Werden wir es erstmal beschießen. Die Libra. Und es läuft ja soweit ganz gut. HMS Grafton heißt unser neues Schiff. Jetzt müssen wir eigentlich schön hinten ins Heck reinfeuern. Wenn wir da einen Treffer landen, können wir ihn ordentlich was abziehen an Besatzung. Wenn wir dort einen Treffer landen. Dreimal abgeprallt, viermal abgeprallt, fünfmal abgeprallt, alles breit ab. Sechs Pfünder sind schon was Dolles. Ich muss mal näher ran. Wir machen auch näher ran. Wir schieben uns hier zwischen seine Schiffe. Lenken die volle Aufmerksamkeit auf uns und weg von der Warpole. Und schauen, dass wir in Reichweite unserer Karonaden kommen. Vielleicht können wir dann sogar noch die Santa Virginia, sorry, ins Heck treffen. Abgeprallt, Edge Perch. Schaut's mit der Warpole aus? Ist die gut unterwegs? Ja. Macht sich davon. Ja, das Gefecht dauert jetzt auch so lang, bis die Warpole weg ist. Jetzt aber hier schön rein. Sechs Besatzungsmitglieder, so wie ich das sehe, ohne Kanone erwischt.
Sehr, sehr schön. Die machen uns dazwischen. Dann machen wir den hier an. Und dann wird es der letzte Tag der Santa Eugenia gewesen sein. Das hat gesessen. Ich hoffe, dass hier drüben sitzt jetzt auch. Treffer, Übertreffer. Sehr, sehr schön. Es macht wirklich einen deutlichen Unterschied, ob man jetzt ein Schiff der 5. Klasse oder der 7. Klasse fährt und seiner Flotte hat. Im Endeffekt herrscht nun mal immer das größere Schiff. Und auch mit zwei Schiffen der 7. Klasse kann man nicht viel gegen eins der 5. Klasse ausmachen. Es sei natürlich, man stellt sich provokant mit diesem einen Schiff zwischen zwei Schiffen. Dann kann man natürlich von beiden Seiten beschossen werden. Scheint ihn aber nicht zu schmecken, deswegen dreht er ab. Wir können auch nur in Richtung Libra drehen. Ansonsten wird uns dasselbe passieren wie jetzt gerade. Santa Eugenia, die steht jetzt mitten im Gegenwind und kommt nicht vom Fleck. Das nutzen wir mal aus. Die Schiffe sind leider auch ein bisschen zu weit weg, deswegen setzen wir gleich wieder auf normale Geschosse. Wir setzen gleich wieder auf normale Geschosse. Höhere Reichweite und so. Treffer ins Pulverfass, Treffer bei der Besatzung. Das liest sich doch wunderbar und jetzt müssen wir doch mal wegdrehen. Jetzt kommen hier drei Schiffe auf uns zu. Das ist dann irgendwann nicht mehr feierlich. Vor allem, weil die beiden auch noch mit dem Wind segeln und die höhere Reichweite haben. Ist doch schön, dass wir das ganze Feuer auf uns ziehen, damit die Warpur davonkommt. Ach, die macht auch mittlerweile ganz gut Wind. Schon bald an der gegnerischen Flotte vorbei, aber kann natürlich schnell wieder eingeholt werden. Das hat mir von allen Seiten angegriffen. Ah, komm. Hier, so. Ich würde sagen, wir halten jetzt ungefähr den Kurs der Santa Eugenia bei oder die Geschwindigkeit der Santa Eugenia bei. Denn die kommt hier jetzt bedrohlich näher ans Handelsschiff ran. Das können wir nicht zulassen. Wir haben einen Mast getroffen. Versuchen wir uns vielleicht etwas dem Schiff zu nähern. Libra hat gedreht. Wir sind mit ziemlicher Sicherheit noch in ihrer Reichweite, so wie sie steht. Ja. Aber da kann sie nicht mehr viel ausrichten. Währenddessen nehmen wir die Eugenia auseinander. Wir haben 200 Mann Besatzung. So ein Entermanöver lohnt sich da jetzt nicht unbedingt. Wir würden zu viele Leute verlieren und dann würden hier die beiden Schiffe sofort auf uns zukommen. Und uns versuchen zu entern. Ich würde dir gerne mal so ein schönes, erfolgreiches Entermanöver zeigen. Oh, wir brennen. Was ist das denn jetzt passiert? Ich hoffe mal, das hält nicht lange an. Brand ist nicht gut. Zeigt ihm wieder einen Doppelschuss. Gut, Reichweite dafür. Hoffen, dass er ja der Eugenia einen Rest geben können. Die jetzt hier auf die Whirlpool feuert. Frechheit. Das nehmen wir raus und halten fast an. Wir haben aufgehört zu brennen. Gut. Das kam auch sehr plötzlich jetzt.
So, schnell weg aus dieser Position. Natürlich können sie uns ins Heck schießen. Ah, das gefällt mir gar nicht. Es ist ein Verteidigungskampf. Aber wir haben noch keine Kanonen verloren und fast keine Mannschaft. Gerade eben mal 7 Stück. Und natürlich eine Kanone, weil sie uns einmal das Heck feuern konnten. Das macht so viel aus. Erfolgreich gewendet. Geschwindigkeit wieder rausnehmen und beschießen. Nach. Das kann doch nicht wahr sein, schon wieder Feuer. Warum geraten wir ständig in Brand? Jungs, löscht mal. Ja, schaut gut aus. Also wenn wir mehr Leute unbeschäftigt sind, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass der Brand anscheinend unter Kontrolle ist. Leute auf der Santa Eugenia sind nicht gut gelaunt, vermögen es aber dennoch nicht zu fliehen. Jetzt gehen wir den nächsten Schiffen auf Tuchfühlung. Die sich hier wieder der Whirlpool nähern möchten, das können wir nicht zulassen. Doch sind wir natürlich jetzt von 2 Schiffen beschossen. Ist auch nicht gut. Man kann jetzt momentan die Santa Eugenia nicht groß mitkämpfen. Da vorne scheint was mit dem Pulver gelagert zu sein. Zumindest haben wir gut Pulvertreffer gelandet. Noch ein paar mehr davon und das Ding geht hoch. Hier quetschen wir jetzt wieder durch die feindlichen Schiffe hindurch. Mir fällt zumindest kein Grund ein, warum wir das nicht machen sollten. Komm, Jungs, schöne Salve zu beiden Seiten. Sehr, sehr, sehr schön. Jawohl, ja. Jetzt wieder einkriegen. Nicht ins Heck schießen lassen. Bei Libra hat das gerade wunderschön funktioniert. Jetzt hätte ich das gern nochmal bei der Liberation. Irgendwie so. Mein Spanisch ist nicht das Beste. Ein Stück weiter eindrehen. Sind flotter. Jetzt müssen wir was schießen können. Jetzt. Pumpe zerstört. Und der Wind hat gedreht. Dadurch kommt die Whirlpool auch nicht schneller vom Fleck. Hier können wir auf normale Kugeln stellen. Haben beiden Schiffe hier schön Schaden angerichtet. Bei Liberation ist die Puppe hinüber. Hoffen wir, das bleibt so. Dann sinkt sie nämlich auch. Ausgezeichnet. Nimmt ein bisschen Geschwindigkeit raus. Damit es in Feuerreichweite bleibt. Ja, schön Rabazamba. Auseinander. Vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen. Wir lassen die Whirlpool ungeschützt. Ja, komm, 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 komm. Jawohl.
Ah, ist das schön. Das ist ein Anblick. Oh, aber jetzt schnell weg. Sonst graben wir noch im Brand. Weg, 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 weg. So, jetzt machen wir ganz schnell hier weg und kümmern uns um die Libra. Die kommt der Warpole zu nahe. Müssen uns dazwischen stellen. Gummi. Haben wir zufälligerweise eine Geschwindigkeitsanzeige im gegnerischen Schiff? Nein! Schade. Sehr, sehr schade. Aber wir sehen auch so, dass wir schneller sind. Unsere Segel sind noch ziemlich gut intakt. Unser Rumpf soweit auch. Ja, es gibt auch sonst nichts groß zu bemängeln. Unser Pulver ist trocken. Unser Ruder läuft. Unser Schiff neigt nur anscheinend ab und zu zur Selbstentzündung. Wir merken uns, bei spanischen Schiffen der 5. Klasse, der 7. Klasse, 6. Klasse, befindet sich die Pulverkammer vorn. Ich würde so gerne jetzt hier schon auf Breitseite gehen, aber wir müssen uns immer noch vor die Warpole schieben. Das heißt, näher kommen, das heißt doppelt abfeuern. Vielleicht nochmal diesen schönen explosiven Effekt von wie von gerade eben sehen. Ich sehe auch, bei dem hohen Wellengang können gar nicht mal so viele Kanonen von uns schießen. Sehen wir mal, wenn die Kanonen so angebläut sind. So, da wird jetzt eine kleine Kollision geben, wenn wir sie nicht verhindern können. "107 Mann. Bringt jetzt auf den Kurs, den wir wollen. Und jetzt zum Beifahrer ernannt. Und weil es gerade so gut hier ausschaut, setzen wir doch mal auf die Kartätschenladung und probieren mal ein Entermanöver. Ihre Mannschaft ist eh demoralisiert. Auch das letzte spanische Schiff kann nicht so viel gegen uns ausrichten. Wir setzen ihre Besatzung nochmal ordentlich zu. Geschwindigkeit wird angepasst. Jetzt sind wir am Entern. Auch wenn wir keine Beile dabei haben oder Entermesser, haben wir doch zumindest die kleinen Spieße auf unseren Musketen dabei. Die kämpfen wir verbittert bis zum letzten Mann. Keiner war bereit aufzugeben. Und wir nehmen eine Minimalcrew. Lösen das Ganze wieder und schicken euch Richtung Sonnenuntergang. Währenddessen darf sich die HMS Grafton noch weiterhin gegen die Santa Eugenia zur Wehr setzen. Sie sehen schon, das Schiff kommt ja nicht schnell vom Fleck. Liegt auch daran, dass nur sehr wenig Besatzung an Bord ist. Es können nur drei Männer in den Segeln hängen und dementsprechend lange dauert es, bis die Segel aufgetakelt sind. Aber wir haben Zeit. Uns drängt ja nichts. Die Eugenia kann von dort aus eh nicht so gut schießen, weil sie vom Wind nach unten gedrückt wird.
Zumindest ihre Kanonen zu unserer Seite. Wir nehmen wieder leichte Fahrt auf, drehen leicht nach rechts ein. Und schauen, dass wir die OG noch ein bisschen schießen können. Währenddessen hat es die Warpole fast geschafft. Die Grafton ist fast in Schussreichweite. Wenn wir jetzt noch... Ach, gut, die Eugenia kommt uns schon näher. Ja, doch nicht ganz. Jetzt ist außerhalb unseres Radius, das können wir ändern. Achso. Wir sollten noch mal die Kartätschenladung rausnehmen. Die anscheinend recht durchdringend sind. Erstaunlich. Mir ist tatsächlich mit dieser Kartätschenladung mehr getroffen als mit unseren Kanonen. Die Brau unsere Kriegsbeute macht sich davon. Wird dabei möglichst nicht die Warpole über den Haufen fahren. Mal wieder Geschwindigkeit rausnehmen. Nochmal das Spiel ein bisschen beschleunigen. Ja, was machst du? Drehst uns ein. Und wir haben es eigentlich schon geschafft. Wenn wir das Ganze noch kurz weiterspielen und vielleicht schauen, ob wir noch die Santa Eugenia gefangen nehmen können. Ja, noch geht es ja eigentlich unser Grafton ganz gut. Der Eugenia geht es recht schlecht. Vielleicht können wir das zweite Schiff auch noch erobern. Das würde uns echt Punkte bei der Admiralität sichern. Oder wir versenken sie zumindest. Besatzungsmäßig sind wir wieder oben auf. Andererseits, wenn wir es nicht schaffen, das Schiff zu versenken, zu erobern, werden das jetzt alles verspielte Leute bei uns und unnötig Material, was wir zu Schund schießen lassen. Und währenddessen werden wir doch ganz gut in die Kanonen getroffen und ins Lager. Ach, wisst ihr was? Wir haben genug in der Mission geschafft. Wir schließen das Ganze hier ab. Das ist ein Sieg. Schauen wir mal, wer ja am meisten Schaden verteilt hat. Das wird wohl eindeutig die Grafton sein, jawohl, ja. Danach kommt die Libra aber schon. Aber die Libra haben wir ja auch erobert. Außerdem haben wir einen verwundeten Offizier, sehr schade. Und Justus Schopf wurde Leutnant. Ausgezeichnet. So, wir müssen unsere Schiffe wieder reparieren. Und das ist jetzt eine Trophäe. Die Libra. Wir können uns entscheiden, ob wir das Schiff behalten oder zur Flotte übergeben. Ob wir das Schiff zur Flotte hinzufügen und damit behalten oder an die Admiralität senden. Ihr seht, das bringt uns 3 Punkte oder wir geben 15 Punkte ab. Das ist viel, wenn wir nicht dafür gesorgt hätten, dass wir mit jeder Mission mehr bekommen. wir machen das mal vom Markt abhängig. Ich muss es ja nicht gleich entscheiden. Und es gibt keine weiteren stärkeren Schiffe, die man kaufen könnte. Und damit ist die Korvette der 6. Klasse eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir behalten das Schiff. Wir haben genug Ehrenpunkte zusammengesammelt und Rufpunkte zusammengesammelt, um uns das mal zu gönnen. Wir können es immer noch später dazu entscheiden, sie zu verkaufen. Hat übrigens 6 Fünder und 9 Fünder an Bord, weil so mittelmäßig aufgestellt und wir brauchen dann wieder eine neue Crew dafür. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge.
Genauso um den Namen des Schiffs, weil Libra, das können wir so nicht stehen lassen. Wir brauchen was Schönes Englisches. Außerdem wartet auf uns die nächste Mission, dass wir die Prioritätssache abgeschlossen, wieder ein Karrierepunkt, Ansehen und Geld. Money, money, money. Ich würde sagen, hier beende ich erstmal den Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, will ich hoffen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich gerne und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut, tschüss.